Doch das mysteriöse Höllenpferd Shaitan wusste erstaunlicherweise über die Identität Cheyennes und dass er der einzigste Schattenprinz seiner Art war, Bescheid und beschloss, den letzten Schattenprinz zu töten. Sieh an. So sieht man sich wohl wieder. Was, Sohn? Hast du wirklich geglaubt, ich wäre so einfach aus dem Weg zu räumen? Vater, was tust du denn hier? Nun, ein bisschen dies, ein bisschen das. Aber vor allem will ich dich besiegen. Ja. Tötet ihn, Meister. Er hat es nicht anders verdient. Schweig, Django. Aber ich habe doch recht. Ja, du hast in gewisser Weise recht. Aber ich habe trotzdem gesagt, schweig. Ist ja gut. Ich hab's begriffen, Sir. Das will ich für dich hoffen.
Und die Geschöpfe hinter dir, mein Sohn, sind das etwa die, die man Freunde nennt? Deine kleinen Freunde, wollen die etwa versuchen, dir im Kampf gegen mich zu helfen? Freunde, ausnahmsweise hat mein Vater mal recht. Ihr müsst verschwinden, solange ihr noch könnt. Los, geht, zieht Leine. Ich will nicht für euren Tod verantwortlich sein. Geht! Aber Cheyenne, bist du sicher, dass du das ohne uns hinkriegst? Keine Sorge, Kieselstein. Du warst der beste Mentor, dem ich je die Ehre haben durfte, Schüler zu sein. Aber wir wollen dich nicht verlieren, Cheyenne. Hey, ihr werdet ihn schon nicht verlieren. Cheyenne ist der dickköpfigste Hengst, den ich je gesehen habe. Danke, Avestina. Ja, aber das ist doch zu gefährlich für dich. Dieses Höllenpferd macht dich platt. Und es kommt noch dazu. Ja, Aschenschweif, ich höre, dass ich ein Fohlen von dir erwarte. Was? Na, dann müsst ihr erst recht von hier verschwinden. Aber das ist doch zu gefährlich für dich, Cheyenne. Mach keinen Unfug. Ich mache keinen Unfug und das wisst ihr ganz genau. Avestina, du begleitest sie. Ihr anderen geht zum Lager zurück. Ja, Cheyenne, und viel Glück dir. Wie machst du das? Das war für Sonnenherz. Du hast meinen besten Freund getötet. Dafür wirst du bezahlen, Vater. Bitte, belass es doch nicht nur auf deinem dämlichen Freund. Wie meinst du das? Ich habe noch mehr von deinen Freunden getötet. Wen? Nun ja, deinen dämlichen Clan-Anführer, diesen, wie hieß er noch gleich? Glutstern! Cheyenne, warte. Ich weiß, ich bin dein Vater und ja, ich habe ziemlich viele Fehler gemacht, aber bitte, bitte, töte mich nicht. Erbarme dich meiner, bitte. Nein, das werde ich nicht tun. Was hast du jetzt vor? Du wirst doch deinen eigenen Vater nicht töten. Das überlege ich mir noch. Und ich habe mich gerade eben entschieden. Ich werde dir für all deine Miesetaten die Hölle heiß machen und das gehörig. Cheyenne, warte. Corpendos do Loa!
So, das war's für dich, Vater. Ruhe in Frieden. Hey Leute, glaubt ihr, dass Cheyenne es geschafft hat? Ich habe keine Ahnung, aber ich will es ihm hoffen. Ich auch. Schließlich erwarte ich noch ein Fohlen von ihm. Was? Na dann heißt es wirklich wohlbehalten heimkommen. Also, mich wird nicht wundern, wenn Shaitan Cheyenne besiegt hat. Also ich hoffe ausnahmsweise auch mal, dass er es überstanden hat. Ich als elendige Knautschkugel glaube ja eigentlich immer das Negative. Aber in dem Fall... widerliches Gras. Pfui. In dem Fall hoffe ich aber wirklich, dass Cheyenne es geschafft hat. Na, aloha Leute. Ist hier die Rede rein zufällig von mir? Cheyenne, du hast es geschafft. Cheyenne, da bist du ja endlich. Was, Cheyenne? Cheyenne, da bist du ja. Oh mein Gott, wir hatten so Sorge um dich. Wir hatten gedacht, du überstehst es nicht. Ich überstehe es nicht? Entschuldige mal, Bärenblatt. Ich bin ein Schattenprinz. Und deshalb ist es ja so cool, dass du wohlbehalten wieder da bist und diesem doofen Höllenpferd die Meinung gegeigt hast. Und so begann die Legende des legendären Schattenprinzen wirklich. Doch was als nächstes geschah, wer weiß, wer weiß.